Der Escape Truck ist ein Escape Game. Das heißt, die Teilnehmer müssen innerhalb von einer vorgegebenen Zeit, das sind jetzt 33 Minuten, den Raum wieder verlassen. Die Aufgabenstellung innerhalb des Escape Trucks sind vielfältig. Das ist zum einen fachliche Fragen zu beantworten, man muss sozusagen vielleicht ein bisschen coden können, man muss handwerklich begabt sein. Im Escape Truck selbst, als wir drin waren, war es quasi so, dass wir einfach als Team uns ein bisschen organisieren mussten und im Prinzip hat man erstmal abgetastet, wo könnten Hinweise sein und hat dann wirklich verschiedenste Rätsel. Es war nicht ganz so einfach und man hat immer Zeitdruck gehabt. Die Aufgaben sind lösbar, aber man muss sich anstrengen. Also man muss da wirklich unter Zeitdruck liefern können. Ja, geil! Also es ist schon der Gedanke, dass die Teilnehmer hier auch Unternehmen treffen. Wir können damit Lösungen schaffen, wie Unternehmen sich über so ein spielerisches Modell ins Gespräch bringen. Gerade Unternehmen, die im B2B-Bereich unterwegs sind, die haben es schwer, sich so wirklich mit einem Produkt Präsenz zu machen und dadurch können sie mit so einem Spiel, mit einem Veranstaltungsformat sehr stark Aufmerksamkeit generieren und sich eben auch eine Arbeitgebermarke aufbauen.